ich war dann so eine Person, der hat es gut getan, wenn mir jemand die Hand gereicht hat oder mir so eine Einladung oder Angebot gemacht hat. Ja. Und wenn ich, wo ich dann angefangen habe, auch über die Sachen so ein bisschen zu sprechen, da habe ich einfach gemerkt, wow, alles, was sich so aufgestaut hat in dieser Zeit, konnte ich irgendwann mal so abwerfen und mich auch frei machen und ein bisschen Ballast irgendwie. Und jedes Mal eigentlich auch eben über die Fehlgeburten, jedes Mal, wo man drüber spricht oder auch vielleicht, wenn man mit Aufschreiben anfängt für sich selber, wenn man noch nicht mit jemandem drüber sprechen kann, ist halt ein Teil der Verarbeitung und macht es irgendwann leichter. Das heißt ja nicht, dass man das vergisst. Man wird es ja immer mit sich tragen im Herzen. Aber man kann anfangen, damit anders zu leben.